Grundlage dieser Videoserie ist das Reiterhandbuch, Kapitel 10 Dokumentvorlagen einsetzen. Aus der Videoserie mit 7 Teilen sehen wir hier 06 Dokumentenvorlagen verwalten. Reiter kann nur Dokumentvorlagen verwenden, die in Vorlagenordnern gespeichert sind. Hier behandeln wir einen Vorlagenordner erstellen, einen Vorlagenordner löschen, eine Dokumentenvorlage verschieben. Einen Vorlagenordner erstellen. Wir wählen über das Hauptmenü Datei, Dokumentvorlage, Verwalten. Die Dialogbox Vorlagenverwaltung wird geöffnet. Erstens bis drittens, in der Dialogbox können wir direkt neue Ordner auswählen. Viertens, es öffnet sich die Dialogbox Ordnernamen eingeben. Hier geben wir einen Ordnernamen, zum Beispiel Briefvorlagen ein. Wir klicken auf OK. Der Ordner wird dadurch gespeichert. Fünftens, wir klicken auf Schließen. Einen Vorlagenordner löschen. Wir wählen über das Hauptmenü Datei, Dokumentvorlage, Verwalten. Die Dialogbox Vorlagenverwaltung wird geöffnet. Erstens bis drittens, in der Dialogbox klicken wir auf den Ordner, der gelöscht werden soll, und klicken auf Löschen. Eine Dialogbox, sollen die ausgewählten Ordner gelöscht werden, kann mit Ja für das Löschen bzw. mit Nein zum Abbrechen bestätigt werden. Viertens, wir klicken auf Ja, der markierte Ordner wird gelöscht. Fünftens, wir klicken auf Schließen, eine Dokumentenvorlage verschieben. Wir wählen über das Hauptmenü Datei, Dokumentvorlage, Verwalten. Die Dialogbox Vorlagenverwaltung wird geöffnet. Erstens, in der Dialogbox doppelklicken wir auf den Ordner, der die Dokumentenvorlage enthält, die zu verschieben ist. Im Ordner werden die entsprechenden zugehörigen Dokumentvorlagen angezeigt. Zweitens, wir klicken auf die Dokumentenvorlage, die verschoben werden soll, und klicken auf In Ordner verschieben. Im sich öffnenden Dropdown-Menü kann ein beliebiger Ordner ausgewählt werden, alternativ auch neuer Ordner. Die Dokumentenvorlage Standard Kalibri liegt jetzt im Ordner Meine Vorlagen.